Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von StarCraft Remastered. So, im letzten Part haben wir die Terraner-Kampagne durchgezockt. Arcturus Manx hat sich auf den Thron gesetzt. War bekannt, ich meine, ist jetzt kein großes Geheimnis. Und heute machen wir mit der Zerg-Kampagne weiter. Der Overmind. Alle Bilder sind schon sehr geil, Leute. Ach, auf Tarsonis werden noch die letzten verbliebenen Truppen der Protoss ausgerottet. In den Ruinen. Tarsonis, Hauptwelt der Konföderation. Erwache, mein Kind, und bade in der Glorie, die dein Geburtsrecht ist. Wisse, dass ich der Overmind bin. Der ewige Wille des Schwarms. Und du wurdest erschaffen, um mir zu dienen. Sei dir bewusst, dass ich dich unter die größten meiner Zelebraten führen werde, damit du an ihrer Weisheit und ihrer Erfahrung teilhaben kannst. Dennoch dienst du einem einzigartigen Zweck. Während sie meinen Willen unzähligen Boten weitergeben werden, wird dir nur ein einziger Zögling anvertraut. Denn ich habe eine Kreatur gefunden, die vielleicht der größte meiner Agenten werden wird. Noch befindet sie sich in einem schützenden Kokon und erwartet ihre Wiedergeburt in den Schwamm. Du musst diesen Kokon beschützen und alles daran setzen, dass der Kreatur in seinem Inneren kein Leid geschieht. Geh jetzt und hüte diesen Schatz wie deinen eigenen. Na, wer wird wohl in diesem Kokon drin hocken? Also, errichte einen Brutschampool, errichte einen Hydraliskenbau, beschütze den Kokon. Alles klar. Die Brutstätte ist das Herz einer jeden Zerg-Kolonie. Sie generiert spontan Larven, aus denen dann wiederum deine verschiedenen Krieger und Arbeiter geschaffen werden. Ja, schon bekannt. Erschaffe jetzt eine Drohne und beginne mit dem Sammeln von Ressourcen der Overlords. Mann, ist das ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Die Zerge sind einfach, sind und bleiben ekelhaft. Overlords dienen zur Steuerung deiner Untergebenen. Nimmt deren Zahl zu, musst du mehr Overlords ausbeuten, um sie zu lenken. Schaut aber so du geil hast aus. Genügend Mineralien. Wähle eine Larve an und lasse sie zu einem Overlord mutieren. Ja, mein Freund. Um neue Kriegerstränge zu erschaffen, musst du die verschiedenen Schwarmgebäude generieren. Ja, mein Drohnen Freund. Die Drohnen mutieren zu solchen Strukturen. Aber Vorsicht! Verwende nie deine letzte Drohne, um ein neues Gebäude zu erschaffen. Wäre auch ziemlich dämlich. Na komm, ihr dürft nochmal sammeln gehen. Hier im Einsatz fand ich es immer sehr angenehm, die Drohnen weg vom Hauptgebäude zu setzen. Den Ausgangspunkt. Aber das ist so geil gemacht. Also die neue Grafik gefällt mir echt gut. Es schaut noch aus wie das alte, aber irgendwie doch anders. Mit diesen aufgefrischten Grafiken. Sehr, sehr schön. So, noch ein paar Drohnen, damit wir schnell an die Ressourcen drankommen. Spielgeschwindigkeit ist immer noch auch schnell. Ups, das war ein Escape. Befehl jetzt deiner Drohne, sich in einen Bootschleim. Ja, Kollege, entspann dich. Nimm ein bisschen Opium oder so. Wie du siehst, können sich Gebäude nur auf einem Kriecher festsetzen. So. Du kannst Kriecherkolonien errichten, um den Kriecher zu vergrößern. Aber nur eine Brutstätte kann auf offenem Gelände erbaut werden. Kennen wir doch. Musst du mir nicht erzählen. Mit einem Zerkling würde ich mich gerne aber ein bisschen umgucken. Ey, die Geräusche sind einfach awesome, Leute. So. Und fangen wir mal hier direkt Gas sammeln an. Awesome, Leute. Richtig, richtig awesome. Und hier schaue ich mal hier ein bisschen um.
Okay, das dürfte mein Eingang sein, vermute ich jetzt einfach mal schwer. Ja, wobei das da hinten. Hol mal deine Brüder. Okay, da hinten ist Partyalarm. So. Dann bauen wir uns hier direkt ein paar Türmchen hin. Feine Sache, feine Sache. Die Frage ist jetzt nur, die ich mir gerade noch stelle, ist... Auch ich bin ein zerebrales Overmind. Ich habe eine kleine Gruppe Terraner ausgemacht, die dem Kokon und dem Schwarmpflaster gefährlich werden können. Du darfst nicht zulassen, dass sie Lebende entkommen. Ja, ja. Mach ich nicht. Keine Angst. Ach, da oben hat er eine Base. Alles klar. Jetzt machen wir erstmal ein paar Overlords. Das Zeug geht gut voran. Erstmal eine Kriecherkolonie. Das ist halt bei den Zerg echt mies mit den Kriecherkolonien. Die sind dadurch halt schon hart eingeschränkt, was das Bauen angeht. Aber trotzdem irgendwie lässig. So, hier direkt in eine Tiefenkolonie umwandeln. Und ich würde sagen, wir brauchen fast noch eine Brutstätte. Wir haben 300, da setzen wir auch direkt noch eine hin. So. Ich glaube fast, dass ich ein bisschen Mineralien-Sammler bauen muss. Hier hatte ich aber scheinbar auch einen Eingang. So, hier ein bisschen Mineralien bitte noch sammeln. Und ich sollte einen Hydraliskenbau bauen. Machen wir mal. So, und dann hier noch ein paar Zerklinge. Perfekt. Als Zerklinge ist halt echt Kategorie Masse statt Klasse. Ah, komm. Du gehst nochmal sammeln. Ja, geht voran. Geht voran. So, Hydras könnte ich jetzt tatsächlich auch herstellen. Ah, komm, scheiß drauf. Machen wir Hydras. Ah, ne, machen wir Zwerglinge. Ich bin für Zwerglinge. Hydras sind zwar toll, aber Zwerglinge sind irgendwie lässiger. Und dann hier direkt nochmal ein Overlord. Ja, hier vielleicht noch ein bisschen Defense hinstellen, wäre vielleicht nicht verkehrt. Zumindest ein bisschen. Komm, stellen wir noch eine hin. So. Läuft. Und wenn die irgendwann mal das Eingraben auch noch drauf haben, dann sind sie eh unstoppable. Und du hässliches Ding, baust mir eine Evolutionskammer. Hammer, Leute, Hammer. So, gehen wir ein bisschen auf den Piss. Direkt ein bisschen auf den Piss gehen. So. Und hier. Und hier. Der hat halt echt keine Chance. Auf die Masse. No way. Komm, ihr dürft wieder zurück. Und vergraben würde ich sehr gerne entwickeln. Ihr dürft auch wieder zurück. Und noch ein paar Zerklinge. Echt Mineralien. Hakt's wirklich an den Mineralien? So eine verdammte Scheiße. Ich hasse auf Mineralien warten. Ach, das ist schon durch. Die sind auf jeden Fall schon mal schneller. Nice. Die Frage ist, ob ich da großartig...
ruhe mich da großartig auf. Auf Upgrades und ähnliches warten muss. So. Komm, komm schon, komm schon, komm schon. Evolution abgeschlossen. So. Sehr schön. Das ist halt mies. Wenn er kommt, hat er keine Ahnung, was unter seinen Füßen ist. Der eine Turm packt das leicht. Und im Worst Case haben wir tatsächlich ja noch ein bisschen was, was wir entgegenschleudern können. Schaut es eigentlich mit dem Kokon aus? Ist das ein Zeitlimit? Scheinbar nicht. Jetzt warten wir, dass die Zerklinge noch kommen. Und... dann. Kommt. Tja, gegen Lufteinheiten bin ich natürlich total verratzt. Das ist klar. Aber halb so wild. Immer schön nachproduzieren. Ich glaube nämlich, dass ich schneller nachproduzieren kann, als der ausrotten. So, und der nächste Schwung kommt schon. Der hat aber verdammt viele Lufteinheiten, erstaunlicherweise. Wisst ihr was? Macht erstmal das Ding kaputt. Erstmal das Raubkast kaputt machen und dann Party und Spaß. Gut, vielleicht müssen wir tatsächlich ein paar Hydras bauen. Könnte sein. Wieso nicht? Dass mir jetzt echt hier an den Mineralien hakt. Sehr, sehr ärgerlich. Das Miese ist, dass hier geht ja jetzt von selber kaputt. Wenn der mich jetzt mit den Lufteinheiten aber angreift, dann habe ich tatsächlich ein kleines Problem. Aber gut, das Problem ist schon weh jetzt schon behoben. Solange er jetzt nicht mit getarnten Lufteinheiten kommt. Okay, dann haben wir immer noch die Overlords. Auch gar nicht so teuer. Ich verstehe halt nur nicht, warum die Mineralien gerade so sacklang langsam reinkommen. Das verstehe ich gerade tatsächlich nicht. Ihr habt Stachelschaden. Blablabla. Bla, bla. Ja, komm. Wieso nicht? Also die Mineralien kommen echt sacklangsam rein. Das ist brutal. Und die zwei Zerklinge da hinten machen ihr Ding. Keiner hat auch nur den Hauch einer Lust, die irgendwie aufzuhalten. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Das schon reicht. Ich vermute mal, dass ich die Base da hinten kaputt machen muss. So. Und echter Wahnsinn. Und der nächste. Das ist halt der große Nachteil als Zerklinge. Ich würde fast sagen, dass er da oben noch eine Base hat. Ja, oder zumindestens. Zumindestens
hat er hier auf jeden Fall noch eine Bär. Ach, das war's. Easy. Geiles Bild. Immer wieder geil. Der Beginn. Tasonis Hauptwelt der Konföderation. Ich bin erfreut, junger Zettelbrand. Und solange mein wertvoller Schatz intakt bleibt, werde ich auch weiterhin erfreut sein. Daher soll das Leben dieses Wesens mit deinem eigenen verschmolzen werden. Gedeiht das Wesen, geht es auch dir gut. Denn du bist ein Teil des Schwarms. Sollte dein Fleisch jemals versagen, wird dieses Fleisch neu erschaffen. Das ist mein Bund mit allen Zerebraten. Du bist jetzt stark genug, um die Härten einer Borbreise mit dem Schwarm zu ertragen. Daher werden wir nun endlich diese verfluchte Welt verlassen und den Kokon im Schwarmcluster auf dem Planeten Char verankern. Noch immer befinden sich Überreste der Protoss-Flotte in der Umlaufbahn um diesen Planeten. Sie werden ständig versuchen, unseren Exodus zu verhindern. Solltest du Hilfe benötigen, Zerebrat, wird dir meine Brut zur Seite stehen. Ja, ist ja nett. Sehr soziale Zerg. Gut, legen wir los. Ach, ihr seid Verbündete. Ihr seid mein. Da müssen wir hin. Ja, erstmal ein bisschen sammeln. Der hat irgendwas von Lufteinheiten aber gesagt. Lufteinheiten ist jetzt eher suboptimal, würde ich sagen. So. Ja, ich bin ja schon dran an mehr Mineralien. Aber es geht halt nicht so schnell, meine Freunde. Okay, die hier sind so ein bisschen für Defense aufgestellt. Alles klar, finde ich gut. Du darfst ja auch noch ein bisschen Mineralien sammeln. Ja, Mineralien ist jetzt hier erstmal Punkt A. Und danach gehen wir auf... Ich würde fast auf Hydras. Ich würde wirklich fast auf Hydras. Die mag ich eigentlich am liebsten. Ich meine, Zerklinge macht Spaß, so in Masse. Aber das frisst halt immer Zeit. Zweiter Team Hydras. Voll abgegradet und die Sache ist erledigt. Ein paar Mutalisken, die kann ich jetzt tatsächlich echt schon so schnell bauen. Krass. Krasse Scheiße, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. So. So. Wie gesagt, wir bauen jetzt hier erstmal ein bisschen was zum Sammeln. Das hat Prio. Das hat tatsächlich Prio. Und du darfst auch noch sammeln. Wo? Really? Von wo kam der Wichser jetzt? So ein Arsch. So. Vespingas. Kriecherkolonie. Einen Overlord direkt. Und mit euch mache ich hier nochmal eine Kriecherkolonie hin. Ach komm. Haben wir heute mal gönnerisch. Haben wir noch eine zweite. Hier direkt. Falls ich mal ein bisschen weiterkommen sollte. So. Dann hätte ich gerne Evolutionskammer. So schnell wie möglich mit. Upgrades anfangen können. Tue ich mir jetzt noch ein paar Sammler. Ich bin mir gerade nicht sicher. So. Du darfst schon mal das Sammeln anfangen. Das schadet auf keinen Fall. Und
danach relativ bald einen Hydralisken baue. Und die Sache läuft dann. Okay, da unten steht ein Pylon. Den will ich jetzt aber noch nicht anpimmeln, nicht, dass ich damit vom schlafenden Hunde wecke. So. Meine Freunde, ab zum Sammeln. Sobald genug Kohle für einen Hydra-Bau ist, dann werden Hydras gebaut. Wie kostet der denn? Der kostet 50. Perfekt. Die jetzt da rauskommen, darf jetzt direkt einen Hydra-Bau bauen. So. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Okay, das wird wohl hier der Einstieg für sie werden. Vielleicht können wir schon die Evolution zum Schleicher machen. Wäre eine feine Sache. Nee, kann ich ganz offensichtlich nicht. Schade. Das hier finde ich wichtig. Das gönnen wir uns jetzt fast als erstes. Komm schon. Mit euch können wir noch sammeln. Eine darf aber hier unten noch einen Turm hinstellen. Definitiv. So. Was wir verloren haben, haben wir schon nachgebaut. Ey, das ist echt so mineralienintensiv gerade und ich habe das Gefühl, die sammeln weniger. 61. Ne, haben auch 8. Interessanterweise. So, sehr schön. Und die Heilung ist halt super. Das ist richtig, richtig geil. Ich habe keine Notwendigkeit von irgendwelchen Sanis oder irgendwas, sondern das machen die einfach selber. Die sind so eklig, dass sie sich schon wieder selber heilen können. Hammergeil, Leute. So macht die Sache nämlich Spaß. Okay, die erste Evolution ist weg. Schnellere Hüterbewegung ist auf jeden Fall wichtig. Machen wir auch. Da läuft's. Ja, bei euch läuft jetzt nicht so viel. Ich habe halt keine Ahnung, ob die Türme reichen. Vielleicht noch Lufttürme hinstellen. Wäre vielleicht echt eine Idee. Und Overlords. Der Klassiker. So, mein Freundchen. Stell du mir mal hier bitte da einen hin und du stellst mir einen hier hin. Nicht, dass der hier echt mit Lufteinheiten abkommt. Danach will ich, dass der so schnell wie möglich weg haben. So. Du kannst die herstellen, falls ihm etwas getan kommt. Weil das sind ja auch Sektoren, genau. Okay, die Evolution ist durch. Das dauert leider ein bisschen. Kommt. Perfekt. Ein, zwei Teams und die Sache sollte eigentlich erledigt sein. Aber meine Freunde, wir sind damit schon wieder am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.